Ja, ich habe vergessen, mich umzuziehen. Egal. Klingt, als käme jemand herein. Aber wer könnte das sein? Haben wir mit denen schon zwei? Was hat ein B-Rang Aufweckung? Hallöchen. Guten Morgen. Star. Cool. Ja, hi. Und warum? Mein Name ist Dani Räupi und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ich muss mal hier kurz gucken. Und zwar. Boom. Was das erste Mal, dass wir im B-Rang, ja, wir haben B-Rang Aufweckung bekommen. Habe jetzt keinen Unterschied gesehen. Einfach nur andere Lines, würde ich sagen, ne? Aber bevor wir es vergessen, ich schon wieder hier raustrenne wie ein Idiot, ne? Holen wir uns hier schnell die Bandgespräche, die ich auf Screen freigeschaltet habe. Das sind nur zwei, also Gott sei Dank. Und zwar habe ich die mit Rosado und Gold Mary geholt. Für bei Left, damit die auch Erfahrungspunkte plus bekommen. So ein Junge oder ein Mädchen. Ja, warte mal, bis ihr irgendwie die Casual-Klamotten von Rosado seht. Hier im Somniel. Warte, dafür muss ich einen. Da kann ich schon wieder so out of context irgendwie. Ich tue immer auf dem Discord-Server irgendwie so Sachen out of context posten. Ja, letztens irgendwie die Unterhaltung zwischen dem Hauptcharakter und Lapis. Oh, deine Finger bewegen sich so schnell. Während sie nicht mal im Screen ist. Und der Hauptcharakter nur so einen überraschten Gesichtsausdruck hatte. So, auf Screen habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe ein paar Supports freigeschaltet. Sind jetzt aber nicht so viele, glaube ich. Mit dem Hauptcharakter habe ich nur einen Support freigeschaltet durch Kieselsteine werfen. Ich meine, Geschenke geben. Also, ja, hat sich nicht viel getan. Hallöchen. Cool. Ja, vergessen mich umzuziehen. Ich wollte was anderes anziehen, aber was soll's. So, Lichter. Nein, cool. So, ich habe im letzten Part ja einige Charaktere hier hochgelevelt oder die Klassen wechseln lassen, ne? Guck dir das mal einen an, ne? Lapis, Schwertmeister, cool. Ich habe Anna entwickelt und zwar habe ich sie hier zum Krieger gemacht. Einfach nur weil Berserker haben wir schon hier die Kollegin hier, Panette, ne? Sie ist schon eine Berserkerin und Butchon, wenn er sich entwickelt, kann glaube ich auch nur ein Berserker werden, ne? Wir checken das hier noch mal gemeinsam, ne? Okay, ich habe nur zwei Ziegel. Okay, aber als ich letztens nachguckt habe, konnte nur zum Berserker werden, ne? Das heißt, sie ist die einzige Kriegerin, die wir haben, ne? Ich weiß nicht, ob ich mit ihrer Fashion Stil irgendwie, ob der mir gefällt, weil von allen Charakteren, ne, warum hat sie irgendwie die aufreißendsten Klamotten? Weißt du, das 10-jährige Mädchen, ne, zeigt am meisten Skin. Irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nebenbei, Krieger und Bögen. Also Krieger haben normalerweise Krieger und Bögen, Äxte und Bögen. Krieger haben normalerweise Äxte und Bögen, ne? Und ich habe gesehen. Ich hatte ja eine Orkanaxt, ne? Was eine magische Axt ist, ne? Und ich habe einen Sonnenbogen, was ein magischer Bogen ist. Und Anna hat halbwegs gute Magie. Das heißt, sie kann jetzt hier so beide diese magischen Waffen auch einsetzen, was nicht schlecht ist. Fogado war, glaube ich, auch nicht schlecht. Der wäre auch gut für den Sonnenbogen, ne? Und ja, ich mache jetzt auch schon irgendwie so Sachen, wo ich irgendwie, weil ich nicht so online nachgucke, ne? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich habe mich schon entschieden gehabt, dass ich sie zum Kriegerin mache, aber ich habe dann irgendwie so online so nachgeguckt, so ey, boah, der Typ sieht so cool aus, ne? Aber ich habe irgendwie so online so
mal bei Google eingegeben, so machen wir keine Ahnung, Fire Emblem Engage, Anna, Warrior or Berserker, right? Habe ich dann so eingegeben und einfach nur um zu gucken, was andere Leute Anna so machen, ne? Und ich habe voll oft gefunden, dass alle Leute mal gesagt haben, oh, nein, Anna hat eigentlich voll den versteckt hohen Magiewert. Das heißt, sie wird zum besten Magier im ganzen Spiel, wenn du sie zum Magier machst. Also mach sie zum Magier. Und das sind wieder so Sachen, ne, die wirst du noch nie im Leben herausfinden, wenn du das Spiel normal spielst, ne? Das sind wie die EV in Pokémon, ne? Wenn du halt nicht online nachgucken würdest, dann würdest du nie darauf kommen, dass irgendwie ein Radfratz oder so zum Beispiel eine Initiative EV bekommt, dir gibt oder so, ne? Und dann, wenn du vier davon sammelst, dein Pokémon irgendwie ja Initiative levelt oder irgendwie so, was sagt dir das Spiel nicht, ne? So was sagt dir Pokémon, kein einziges Pokémon-Spiel sagt einen das, ne? Da kommst du nur darauf, wenn du irgendwie online nachguckst oder Spielhacks oder irgendwie sowas, ne? Genauso ist das wie im Fire Emblem. Jeder Charakter hat seinen eigenen spezifischen Wachstumswert für jedes Attribut. Aber das wirst du nie herausfinden, wenn du nicht irgendwie als Spielhacks oder online nachguckst, ne? Da wird nie irgendwo angezeigt. Da kannst du nirgendwo anzeigen. Das wirst du nie herausfinden. Das wird wahrscheinlich auch nie irgendwie herausfindbar sein in der Zukunft in Fire Emblem Spielen. Von daher, auf diese Information hast du keinen Zugriff, ne? Also woher sollst du halt irgendwie dann wissen, ne? Ich hätte nie im Leben irgendwie darüber nachgedacht, sie zum Magier zu machen, auch wenn sie so einen etwas höheren Magiewert hat. Aber ja, anscheinend, keine Ahnung, Leute machen das und die sehen einfach den Wachstumswert von einem Charakter und denken sich, ja, diesen Charakter kann man benutzen, diesen Charakter kann man nicht benutzen. Und dann, weiß nicht, das finde ich ein bisschen doof. Außer will ich keinen Charakter irgendwie in Klassen wechseln lassen, mit denen die, weiß ich nicht angefangen haben. Ich will zum Beispiel, keine Ahnung, nie Yunaka, sie ist als Diebin hier reingekommen, ne? Ich würde sie nie im Leben irgendwie zu, weil nicht eine Berserkerin machen oder so, ne? Oder Citrin, sie ist als Magier reingekommen. Ich würde sie nie zum Pegasus-Ritter oder irgendwie sowas machen, ne? Das macht für mich so, das ruiniert irgendwie so meine Immersion, ne? So, Offscreen habe ich dann noch mal John endlich mal weiterentwickelt, weil ich habe mich dann endlich doch mal entschieden. Einfach nur so, ja, das Problem mit John war, ne? Der Typ hatte irgendwie bessere Werte für einen Kampfmönch oder was auch immer die entwickelte Klasse nochmal von Kampfmönch ist, Kampfmeister, weil er voll den hohen defensive Wert hat, ne? Er hat jetzt Abwehrhaltung, also er hat jetzt im Schnitt so 19, 18 Verteidigung, ne? Was ganz schön hoch ist, ne? Ich meine, im Vergleich zu Fram, ne? Mit ihren 11 Verteidigung. Sie hat verdammt, oder 9, weil sie Verteidigung plus 2 hat, ne? Der hat noch nicht mal Verteidigung plus, also das ist ganz schön viel, ne? Also er wäre irgendwie ein super Frontkämpfer gewesen, ne? Die Sache jetzt allerdings, von der Kleidung her hätte er genauso ausgesehen wie Fram, nur halt in grün, ne? Alles, was sie ja in pink hat, hätte er dann in grün gehabt. Und keine Ahnung, das hätte mich ein bisschen gestört. Ja, als ich ihn zum Oberpriester gemacht habe, ist die gleiche Klasse, die auch Pandreo hat, da sieht er wenigstens anders aus, ne? Guck mal, die beiden sehen vollkommen anders aus. Ja, ich meine, die haben beiden so oben, aber die sehen vom Design her mäßig anders aus, so ein bisschen, ne? Und ja, mir ist das wichtig, ne? Ich möchte nicht zwei Charaktere haben, die genau gleich aussehen von der Kleidung her. Ich werde da wahrscheinlich nicht drum herum kommen irgendwann, aber ich versuche so viel wie möglich, keine Ahnung, zu vermeiden. Ich habe jetzt mit John als Oberpriester einen Charakter, der Verteidigung 24 und Resistenz 25 hat. Wisst ihr noch diese ganzen Momente, wo ich irgendwie gegen... Weil ich muss da ist irgendwie eine Gruppe von Gegnern, die ich anziehen muss, ne? Und keine Ahnung, die sind irgendwie gefüllt mit verschiedenen Leuten. So, einer macht Magie-Schaden, einer macht physischen Schaden. Also ich kann nicht diesen Charakter da reinpacken, weil wenn ich den reinpacke, dann keine Ahnung, dann tankt er irgendwie die normalen jetzt, aber der Magier macht ihn fällig oder umgekehrt. Ich habe jetzt einen Charakter, der jetzt vollkommen, den ich jetzt vollkommen sicher in jede Situation reinstecken kann und der alles tanken kann. Weil er genauso viel Verteidigung wie Resistenz hat.
Also ja, das ist schon ganz schön krass. Also das ist keine Ahnung. Und angeblich soll John gar nicht so viel Verteidigung haben, habe ich auch irgendwann mal irgendwie so nachgeguckt. So alle Leute haben sich mal beschwert, oh, John hält nicht so viel aus, ne? Wenn ich auf den Arm nehme, der hat so viel Verteidigung wie einer meiner Ritter, ja. Okay, das ist genug. So, reden wir mit den Leuten. Ja. Ich muss ja euch so irgendwie updaten, ne? Also einige Änderungen, ja. Jetzt gucken wir zu Port an. Ich muss euch einmal erzählen, was sich so geändert hat auf Screen, ne? Was mir im Kopf so durchschwert. Perfekte Übersetzung. それはできないよ。今日見たことは忘れてくれ。あなたの性格は分かりますが、鍛錬を恥ずかしいとかじゃなくて、俺が起き楽で軽いから仲間たちは笑顔でいられるんだよ。俺が必要以上に頑張ってたら知らないうちに重圧を与えることだってある。 彼だ顔してたらその空気が仲間たちに伝わることだって。だから俺は軽くて笑顔の姿しか見せない。みんなを不安にさせないことが俺の役割。ごめんなさい。誤解していました。あなたの言う通り。今日のことは忘れます。ありがとう、新龍様。助かるよ。あなたのことは。 Mikrofon ausrichten, ne? Keiner gehört, ne? Okay, cool, yo. So, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein paar andere. Dabei Cidal in Citrin. Ich weiß mal, ob Charakter hat er noch was, aber lass mal abwechseln. Ja, aber es hat keinen Effekt auf das Gameplay. 人生占いまで何でも占ってあげる。素晴らしい。オムネオカイロ。じゃあブロディアの未来。ブロディアの未来。私は自分の故郷。ブロディアの大好きなの。でも。イクタが始まる。ミライニキ。この先どうなってしまうのか心配なのよ。国の運勢か。 悪い結果が出るかもしれないけど、それでもいいの？ええ、覚悟はできているわ。分かった。それじゃあ始めるよ。カードよ。この先の運命を教えてもらえ。未来は？未来は？何も見えない。え？見えないって。 どういうこと？確かに、何も見えない。それが結果だよ。そんな、何も見えない原因は何？戦のせいで滅んでしまうってこと？さあ、そこまでは俺にもわからないよ。そう。とにかく占ってくれてありがとう。 Okay, dann habe ich hier, ach ja, mit dem Bein habe ich, ne? Ich hatte irgendwie, wer war es? Ich glaube, Gold Mary hatte ich irgendwie gar nicht gefunden. Ich konnte ja gar kein Geschenk geben. Irgendwie, weiß ich nicht, jetzt irgendwie einen Tag später oder so habe ich sie dann irgendwie mal gefunden. Also, ja. Er beschreibt Bilder auf solche. Genauso wie mit dem Essen, ne? Immer wenn ich irgendwie einen Charakter höre, wie irgendwie Essen beschreibt, ne? Oh, die Soße mund so sehr mit dem Geschmack und entfaltet das Aroma mit diesen einen Teilen, diesen
diesen Gericht perfekt. Oh, ich habe nur, wer beschreibt Essen so? Sagt einfach nur, es schmeckt gut. So, dann Goldberry. Mal neue Seiten freigeschaltet. Mein Kopf geht nichts vor sich. Sehr hohe Ara-Ara Energy von mir. Nein, bitte nicht. Da sind so viele out of context Sachen, die ich posten kann bei Discord. Und ich weiß einfach, jeder andere auf YouTube, jede andere Person auf YouTube, die dieses Spiel spielt, ist wahrscheinlich voll enttäuscht vom Hauptcharakter. Nicht so dieser typische Charakter wie Camilla hier aus Fire Emblem Fates, was der schlechteste Charakter im Spiel ist nach Corrin. Und ich meine nicht Gameplay-weise.俺、思ったんだよね。俺とゴルドマリーならどうって、俺の方が可愛いじゃん。は？でもゴルドマリーは料理が得意だからさ、その分負けてるかもって。そんな状態は良くないから、俺も料理ができるようにならないと。はい。すみません。可愛さも私の方が勝ってますけど。 Müsste Hortensia nicht irgendwie voll gefolgt, sollte voll nicht leiden können. Ich dachte, sie will die niedlichste sein. Jetzt ist sie böse. Ich mache dich zum schlechtesten Koch aller Zeiten. Dann haben wir Alfred und Temera. Hauptcharakter, Unite. Sind beide übrigens noch nicht weiterentwickelt. Muss ich mal ändern langsam. これから鍛錬を始めようとしていたんだ。そうなの？じゃあなんであんなにニコニコしてたの？それは僕が鍛錬を好きだからだよ。ふん、そういうことだったのね。勘違いしちゃった。美味しいもの食べるんだったら私もお呼ばれしようと思ったのに。それは悪いことをしたね。鍛錬は鍛錬で構わないわ。私もついていくね。 一緒に鍛錬してくれるのかい？うん。で、鍛錬が終わったら
Wie viel stemmst du denn so? Warte, was? Was ist die Schlagzeile? So, gut, dann. Da wir gerade von Essen sprechen, ne? Verschnabulisieren schon wieder Fragen. Du willst eindeutig so oft für uns kochen. Immer andere Charaktere haben. Ah, ja, gute Frage. Ja, ne. Rosado und Rosemary, ne? Immer schon jeden hier. Rosado und Hortensia. Ne? Ja, ne? So, alles bis auf Resistenz. Creme Törtchen mit Beeren. Hatten wir nicht letztens schon? Schokolierte Orangen. Vom Experte. Ja, okay. Die war zwar keine Stärke, aber Orange. Orange ist Obst, ne? Ja. Attacke! Hat sogar tatsächlich ein Gespräch freigeschaltet. Na, ich mache Rosales Klamotten an, ne? Verdammt. Oh, der hat gar nicht so viel. Oh oh. Der war jetzt nicht so gut, glaube ich. Aber egal. So, ihr beiden. Geht euch an die Gurgel. オルテンシアの表情言っただけ。え?何よロサード。じゃん。似顔絵を描いたんだ。素早く絵を描いちゃう。俺の得意技。ほら、鏡に映したようにくっきりとオルテンシアの綺麗な表情が描かれてるでしょ?何よこれ。ぼーっとしてて全然可愛くないじゃないの。私としたことが不覚だわ。 ちゃんと表情を作るからやり直して。いや、フェルフェル、ポジアン、ツワナクト。このオルテンシア、いい感じだと思うよ。何言ってるのよ、こんな表情。私っぽくないんだから。はい。さっきの顔の方が良かったのに。ズベコベ言わない。これは王女命令よ。はいはい。 もう一回書きますよ。これでいいんだね。いいじゃない。ありがとう。あ、さっきのぼーっとした似顔絵は捨ててよね。あんなぼーっとした顔が後世に残ったら、松代までの恥になっちゃうもの。そうかな。オッケー。これ。 So, dann können wir ja jetzt weiter. Ich habe gerade nachgeguckt, aber ich muss immer nachgucken. Ich bin paranoid. Gott, ich höre meinen Köter hier hinter mir herlaufen. Nein, geh weg. So, irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ah ja, ich konnte Corins Dingens hier. Corin? Oder Erika? Erika, ne? Ja, nein. Hier, gravieren. Und zwar hier Erika, ne? Ja, ich konnte Erikas Effekt irgendwo hier reinpacken, und zwar bei ihr ist irgendwie gesagt komisch, sie gibt Treffer und Kritsche, ne, aber gibt dafür minus 20 Ausweichen und minus Crit Abwehr, was mehr oder weniger bedeutet, das ist eine sehr gefährliche Fähigkeit, ne? Ich werde immer treffen wahrscheinlich, und kritische Treffer werden auch sehr wahrscheinlich, aber wenn der Gegner mich kontert, dann trifft der garantiert und krittet mich wahrscheinlich sogar. Das heißt, da war ein bisschen schwer herauszufinden, habe ich erst gedacht, wo ich das reinpacke. Ich habe es aber letztendlich hier in Donner reingepackt. Erstens, weil ich noch keinen Zauber, glaube ich, verbessert hatte mit so einer Gravierung. Und zweitens,
mit Donna plane ich sowieso nicht irgendwie hier in Reichweite von Gegnern zu sein. Was bedeutet, ja, ich habe jetzt einen Fernangriff, der höchstwahrscheinlich treffen wird und vielleicht sogar krittet. Aber ich darf mich damit nicht irgendwie in Reichweite von Gegnern einstellen, weil dann bin ich sowas von tot. Vor allem Donner wiegt auch noch eine ganze Ecke. Das heißt irgendwie, ich werde wahrscheinlich gedoppelt und dann werde ich nicht ausweichen können und der Gegner wird mich höchstwahrscheinlich kritten. Also ja, das ist sehr gefährlich. Deswegen musste ich diesen Effekt in irgendeine Waffe reinpacken, mit der ich nicht Gefahr laufe, gekontert zu werden, ne? So, dann sind wir ja fertig, ne? Ich möchte mal kurz die Weltkarte gucken. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, die Story weiter zu spielen, ne? Oh, diesmal wurde ich nicht geweckt. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, ne? Warum jetzt hier so ein merkwürdiger Cut kam, ne? So, folgendes. Wir gehen jetzt erstmal. Ich wollte einfach nur zeigen hier, ich habe jetzt Ike's Klamotten an, ne? So ein kleiner Hinweis, was als nächstes kommt, ne? Ich meine, ihr habt sicher schon irgendwie den Titel gelesen und das Thumbnail gesehen, deswegen wisst ihr, was jetzt los ist, ne? Aber folgendes, ne? Ich habe gestern aufgenommen, so wieder 3 Stunden, und ich habe folgende Map versucht, ne? Die hier, Flora Mühlstadt, Kapitel 17. Ich sehe gerade, da sind Spoiler auf der Karte. Und ja, ich habe 3 Stunden an dem Kapitel gesessen und habe es nicht geschafft. Das Spiel, weiß nicht, das Kapitel war unglaublich schwierig und ich wollte jetzt nicht einen 3-stündigen Part hier hochladen oder 2 1-stündige Parts, 1,5-stündige Parts, wo ich mich um das Kapitel kümmere und ja, dann tue ich irgendwann noch mal einen 3-stündigen Part hochladen oder 2 1,5-stündige Parts. Weil das wäre ein bisschen zu viel Verschwendung, finde ich, ne? So, deswegen machen wir folgendes, ne? meinen ersten Versuch vom Kapitel 17 werdet ihr nie sehen, ne? Weil, mein Gott, das habe ich nicht geschafft, das ging nicht. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nicht Game Over gegangen, aber mir gingen die Zeitkristalle aus und es war einfach unmöglich. Meine Charaktere waren zu schwach, die Gegner waren zu stark. Ich hatte vielleicht nicht die richtigen Charaktere. Ich habe einmal meine untergelevelten Charaktere mitgenommen, was vielleicht nicht so eine gute Idee war, weil mein Gott, das war richtig heftig. Ich habe all diese Charaktere vorbereitet gehabt, mitgenommen und ja, das hat es nicht so gebracht. Und ja, Kapitel 17 habe ich einfach nicht geschafft und deswegen versuchen wir uns erst einmal hier an diese Nebenquest hier von, das war die von Ike, ne? Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Ike und Schauplatz einer Prüfung für den Würmgott, Festung der Hoffnung. Und ja, dann müssen wir ein bisschen trainieren hier an dieser Quest, würde ich sagen. Und ich mache das jetzt folgendermaßen, ne? Wir machen jetzt diese Quest hier, wir machen diese Side Quest hier. Und ich habe immer noch die Aufnahme von, also was ihr jetzt gerade gesehen habt, ne? Diese ersten 20 Minuten, das war alles noch aus meiner gestrigen Aufnahme, wo ich noch Kapitel 17 gespielt habe, also direkt vor Kapitel 17. Und ja, ich habe noch die Cutscenes, also meine erste Reaktion zu den Cutscenes vom Kapitel 17, weil da sind schon einige interessante Sachen passiert. Die habe ich noch aufbewahrt und die werde ich dann irgendwann, wenn wir dieses Kapitel offiziell machen, noch mal reinschneiden. Nee, weil ich jetzt nicht irgendwie die gleiche Cutscene noch mal anschauen wollte und irgendwie war ich voll überrascht und so, oh nein, was ist jetzt hier passiert und so, ne? Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, Kapitel 17 ist zu schwer. Ich habe schon versucht, die Aufnahme werdet ihr nicht sehen. Wir machen jetzt hier Ike's Quest und hoffentlich ist sie nicht so schwierig, weil da war schon ganz schön übel, was da hier auf mich gewartet hat im 17. Kapitel. Und ich hoffe, die Nebenquest mit Ike hier wird ein bisschen einfacher und erlaubt uns ein bisschen zu trainieren. Ich könnte natürlich auch mit stärkeren Einheiten, oh, der strahlende Held, in Kapitel 17 reingehen. Das wäre vielleicht auch eine gute Strategie, aber erst einmal machen wir die hier. Also ja. Krimea. Siren,
Ja, man lassen Kapitel aus Fire Emblem 9. Das einzige Fire Emblem, das ich hier nicht gespielt habe. Ich meine, 11 und 12 habe ich auch nicht gespielt, aber ich habe den ersten und den dritten Teil mal gespielt. Von daher habe ich offiziell den 12. Teil auch gespielt und den 11. Ich habe alle vernichtet. Siehst du nicht diese Muskeln? Die wurden durch die Tode meiner Gegner aufgebaut. Wenn es bedeutet, dass ich hier einige deiner Leute töten muss, das ist immer noch so verdreht, ne? Diesen Prüfungen können echt Leute sterben. Unsere Bände sind stärker geworden. Und alles, was es brauchte, war ein Opfer von John. Er sollte es irgendwie so eine Option geben, so, die haben sich nur zurückgezogen oder so, aber das wäre, glaube ich, zu einfach, ne? So, was haben wir hier? So, hier haben wir Ike. Uff. Stärke 27. Physischer Angriff. Und er hat der Drakenil. Oh Gott, wenn er das Ding ausrüstet, ne? Aber er hat nur eine Geschicklichkeit von. Was ist das für ein Geräusch? Kommt noch von dir? So, was hast du alles? Zerstören. Also. Ich meine, offensichtlich müssen wir mit ihnen. Müssen wir auf ihn mit Magie losgehen, ne? Bin ganz ehrlich, Ike sieht einfacher zu besiegen aus als einige Gegner im 17. Kapitel. Also ja, also keine Ahnung. Das 17. Kapitel, die erste Hälfte war ehrlich gesagt nicht so schwer, aber dann kam irgendwie so eine Situation, aus der kam ich einfach nicht mehr raus. Und ich musste die ganze Zeit wegrennen und es hat nichts gemacht. Also es war ganz schön heftig, was ich da machen musste. Also ja, gucken wir mal. Hier sind zerstörbare Wände, ja. Ich nehme an, ja, Ike hat ja irgendwie diese Fähigkeit, womit er alles mit einem Schlag wegkauen kann, ne? So Gelände. So, aber ich sage jetzt ganz ehrlich, das sieht schon sehr viel einfacher aus als Kapitel 17. Und daher sehe ich jetzt nicht so, wie uns das hier so lange aufhalten wird. Ich glaube, das wird sogar nicht so lange dauern, ne? Ich nehme zwei Heiler mal mit trotzdem. So, wir haben jetzt sie hier, ne? Und dann machen wir und packen John hier rein. Ich glaube, John werde ich im 17. Kapitel auch brauchen. So, dir muss ich noch ein Dings geben. Ich glaube nicht, dass wir so viel Heilung brauchen. Oh, du brauchst noch deine. Immer in Action sehen, ja. Gib mir noch ein Purgativ. Na, weißt du was? Gib mir mal ein Einfrieren. So, ich habe gesehen, Celine hat noch keinen Ring. Dann geben wir ihr mal von, weiß ich nicht. Irgendwas Magie gibt. Jetzt irgendjemanden, glaube ich, ne? Flayen. Ja. So. So, ich habe gesehen, hier kann ich jemanden hinpacken. Hat hier irgendjemand einen Hammer? Das 929, 33. Er nimmt gar keinen Schaden hier.
Den kann ich ja locker hinpacken. Verteidigung 33, ne? Stahlaxt. Stahlschwert, ja. Okay, ihn kann ich hier platzieren, er wird alles abwehren, ne? So, hier will ich einen Magier einpacken. Ich glaube, ich brauche allgemein viele Magier, habe ich das Gefühl, ne? Ja, nehmen wir dich, nehmen wir dich. Dann können wir uns hier an. Ich kann aber nicht doppeln mit Donner. Ah, verdammt. Reicht natürlich wieder nicht um ein. Ich könnte ja auch hier so anlocken, ne? Stahlbogen, warte mal, den kann ich anlocken. Verdammt, da ist noch einer. 31, 26. Entschuldigung. So. Wen kann ich denn da einpacken? Wie wär's mit dir, Alfred? So, ich habe das Gefühl, ich werde Jade auch brauchen. Sieht sehr irgendwie nach viel Ding ist aus. Ach, sie hatte Ike, deswegen hat sie keinen Ring, ne? Also ja, wir brauchen stärkere Leute hier heute. Wir müssen halbwegs gut trainieren, ja? Irgendjemand. Irgendjemand. Ich glaube, wir waren nicht viele Magier, ne? Also ja, 17. Kapitel hat es ganz schön in sich gehabt, aber wenn ich da mit stärkeren Einheiten hingehe, dann wird das hoffentlich. Und ich hatte ja geplant, ne? Ich bin bewusst ins 17. Kapitel gegangen, ne? Gehen wir der Alm. Weil ich mir gedacht habe, ja, ich gehe mal erst in die Nebenquest und dann gehe ich in die Hauptquest und dann ist das irgendwie immer viel zu einfach. So, Butcheron nehmen wir nicht mit, weil du musst leveln. Und ach, dann nehmen wir ganz unseren Tänzer mit hier. Nein. Ist das ein gutes Team? Vielleicht anstatt dich jemand anderen mitnehmen, zum Beispiel Alchrist, aber die sind keine Fliegeneinheiten, ne? Ja, zwar heller, ich glaube nicht, dass ich dir Dings brauche. Ich will aber Alfred mal langsam ja hochleveln. Und ja, das ist genau das, was ich schon so oft hier erwähnt habe, ne? Da ich alle Charaktere gleichmäßig trainiere, verteilt sich die Erfahrung. Und wenn sich die Erfahrung so verteilt, dann bedeutet das mehr oder weniger, dass ich mich nicht irgendwie auf eine bestimmte Gruppe fokussiere. Das ist, als würde ich Pokémon spielen und anstatt irgendwie, weiß ich nicht, nur meine 6 Team-Pokémon zu nehmen, tue ich die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen, tue ich irgendwie alle Pokémon, die ich fange, irgendwie gleichmäßig trainieren. Und ja, dementsprechend hast du dann am Ende des Spiels eine relativ schwache Truppe, mit der du nichts reißen kannst. Genau da passiert jetzt hier gerade. Deswegen muss ich hier ein bisschen zusätzliche Arbeit reinstecken. Ich hoffe ja immer noch, dass ich das schaffe, ohne irgendwie Gefechte machen zu müssen und zu grinden und so. Aber er hat die meiste Stärke sogar. Okay. So, dann machen wir das so, würde ich sagen, ne? Hier sind jemanden Hammer. Ihr habt alles Stahlwaffen auch. Na, ich würde sagen, wir gehen mit ihr hier hin, ne? Erreicht ihr sie? Oh ja. Ihr habt sogar einen Hammer. Ich meine, ihr seid was auch immer, deutsch. Aber ihr habt Speere. Okay, dann vergiss. So, wir packen sie hier hin. Dann du gehst dahin, du gehst hier hin. Magier dahin. Dich packen wir hier hin. Alfred, dich packen wir hier hin. Kümmert sich um den und den hier, nehme ich an, ne? Lux die beiden an.
Starlax. So, okay, da müssen wir ja viel verteidigen. Das ist ein Verteidigungslevel. Hatten wir halt schon? Ich glaube nicht. So. Genau, versuchen wir uns dann die Quest. Diese Mission sieht nicht so schwierig aus wie Kapitel 17, sage ich jetzt ganz ehrlich. Also dürfte hoffentlich nicht so stressig sein. Ja, dann machen wir als erstes hier. Kann ich nicht hinbewegen. Okay, ich wollte dich hier hinpacken. Oh, die Musik kenne ich. Ach, gegen ihn mache ich gar keinen Schaden. Da ist doch irgendwie, also Ikes Kampfthema hier im 10. Teil. Ich kann doch das hier kaputt machen, ne? Ja, ne. Ja, du machst ihn wahrscheinlich mit einem Schlag fertig, ne? 31, ne? Noch nicht mal. Dann machen wir dich mal hier. Ah, Dreck. Hm, ich habe eine Idee. Aber ich mache das hier sogar kaputt. Na, no, mache ich nicht. Okay, ich habe dir keine Fernkampfmagie gegeben. Machen wir dich hier. So, wenn du so blöd bist, auf ihn loszugehen, ne? Er macht ehrlich fertig, hoffentlich. So. Wir packen dich hier hin, damit du schön alle hier auch angreifen kannst. Habt ihr alle? Ihr habt alle Nahkampfwaffen, perfekt. Packen wir dich hier hin, damit du schön viele Leute hier anlocken kannst. So, ein bisschen blöd, dass er jetzt hier jemanden killen kann. Ah, jetzt soll's. Ja, kommt jetzt noch Stärke. Ach, die können ja auch durchbrechen. Aber oh, ich hoffe, machen die nicht. Wird dann nämlich ganz schön nervig. So, je nachdem, keine Ahnung, wie hier der abläuft. Wenn die von alleine irgendwie halt durchbrechen und so, dann wird das nervig, aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Mal schauen, was hier passiert, ne? Oh, er kommt hier auf ihn los, aber ich mache ihm keinen Schaden. Doch, ich mache jetzt 3 Schaden. Aber ist trotzdem nichts. Oh mein Gott, ich mach 1 Schaden. Was ist das denn, Mann? Und du gehst sogar auf ihn los. Cool. Daneben. Cool. Und ihr werdet gar keinen Schaden machen gegen ihn. Boah, Ritter in diesem Spiel sind ganz schön heftig. Oh, jetzt
die mit ihren Assistenzangriffen, ey. So, da wird es ein bisschen schwierig, habe ich so ein Gefühl. Okay. Das ist ein Erzritter, ne? Ja. Ach, und dann auch noch so was, ey. Da war auch ein Problem. In dem 17. Kapitel waren Purgativ Fallstäbe. Boah. Die hat auch noch sehr viel schwieriger gemacht haben. So, aber niemand bewegt sich hier. Cool. Das heißt, ich kann ich einfach voll erlegen. Einfach so. Gratis. Hat überhaupt nichts gemacht. Den geheilt hat. Danke, aber brauchst du nicht. Ich krieg den schon. Irgendwie habe ich nicht mit einberechnet, dass ich noch Schaden bekomme. Oh ja. Warte mal, sie tut einen Rapier ausrüsten. Nicht mal mit Feuer kriege ich den down. Ja, ich habe nicht gesehen, war genug. Ja, aber ich müsste auch treffen. Na gut. Mach mal so. Oh, da kommt noch etwas extra Schaden. Ah, neue Animation. Ich könnte hier hingehen, ne? 33, 26. Ja, Butcheron, du wirst den ja wohl erledigen können, irgendwie, ne? Mit so normalen. Machen wir hier Tomahawk. Muss mal gucken. Machst du ihn platt? Was ist eine Eisenachse? Was 28 Schaden, das ist nicht genug. Nee. Warum sagst du mir dann? Ach, wahrscheinlich mit dem Rapier, ne? Ja, ich glaube, ich muss dann zum Rapier wechseln. Machen wir den ja. Wenn du kritisch, dann wäre das richtig super. Oh, sehr gut. Der war gut. Der hat mir gefallen. Erika, ich kann ja schon wieder unter das Röckchen gucken. Macht mal was dagegen. So. Also ich einfach nichts an Schaden machen, ne? Dann machen wir halt ein Bündnis. Dann greife ich dich mit dem Rapier an, ne? Baut trotzdem zwei Schläge. Okay. So, wer trifft mich hier? Du. 26 und 33. Einer macht mir gar keinen Schaden. 33. Ich könnte mit Purgativ da reingehen, aber warten wir erstmal. So, jetzt die Situation, ja? Oder die Situation machen wir jetzt die. Ja? Schaffe ich mit dem Rittertod irgendjemanden hier kaputt zu hauen? Nein. Kann ich eigentlich auch einige helfen zu erledigen, ne? Ja, aber er schafft das schon. So, hier ist ein bisschen gefährlich, würde ich sagen.
Ich glaube, ich muss eher ihn ein. Überlebe ich das mit ihm? Ich glaube nicht. 33. Ich weiß nicht, schaffe ich das? Ja, ich mich nicht. Du reißt mich danach, verdammt. Okay. Verdammt. Was soll den hier machen, muss ich sagen. Nee, genau nicht. Kommen die gleich mit ihrem Fernkampf angriffen? Ja, 16. Ich kann nicht. Dreck. Oh, der kontert mich sogar, Mann. Ah, ich missgebaut hier, glaube ich. Ich kann nicht mal was machen mit ihr hier. Ja, und ihn habe ich jetzt genau da platziert, damit ich... Ah, das ist kacke. Ich könnte das hier einsetzen. Da könnte ich vom Weiten angreifen. Ah, da muss ich aber auch tanzen. Nächster Zeit. So. Oh mein Gott, ehrlich. Du wirst ja wohl niemanden hier erledigen, ne? Oh Gott, doch. Stirbt sogar genau, aber nicht, wenn ich ihn dann nur ein dahin packe. So. So, wo ist er mit dem Speer? Tue ich den mit dem Speer erledigen? Ne, doch. Machen wir den ja kaputt. Ja, ich glaube, das war nicht so eine schlechte Strategie. So, und jetzt selbst wenn du auf ihn losgehst, ne? Auf sie losgehst. Ist nicht gedoppelt. Ah. Du machst 9 Schaden, das wird schon klappen, ne? Ich kann mit dem Dings hier reingehen eigentlich. Nee, lass mal. So, da muss ich dich heilen mit jemandem heilen, ja. Sein Einfrieren möchte ich gerne parat haben für Eik, falls hier irgendwas schief läuft. So, wie geht's auf mich los? Ach ja, du brichst mich, ne? Verdammt, ich vergesse es andauernd. Na, jetzt geht der Bogenschütze auf ihn los, ne? So schwachsinnig, dass die Koop-Schläge mir mehr Schaden machen als die an sich. Ja, schummeln sich ja irgendwie so ein paar AP. Oh. Dann geht mein Plan schon wieder hin. Oh hey, guck mal er hier. Nee, nicht gut. Kret, bitte. Oh. Ich weiß, das ist immer zu viel verlangt. Jetzt mal auf den Krit hier zu warten, aber komm schon. Ah. So, okay. Warum auch zuerst den Heiler benutzen, ne? Um ihn hochzuheilen, damit er den Angriff aushält.
So, jetzt haben wir ein Problem. Er ist Maximum Level. Das er verschwendet jetzt hier Erfahrungspunkte. Cool. Alter, geht mir so auf den Nerven, ne? Einen blöden Koop schwingen. Okay. Komm mal, keine Verstärkungstruppen, finde ich gut. Oh, was haben wir hier? Gut, wir können Jordan hier einfach reinpacken, weil er hält einfach voll viel aus. So, du hast nur Purgativ. Okay. Okay. Ja, wir können einfach jetzt hier reingehen. Ja, kann man auch machen, aber ich will das hier machen. Wer weiß, was dieses Kapitel ja noch aufbringt, ne? Ich komme noch 10 Millionen Verstärkungstruppen, ne? Man weiß es nicht. So, dich mache ich fertig mit Liberation. Der Axtkämpfer, der wird mich aber nicht erledigen können, ne? Ziemlich sicher. Wir haben Level 5 erreicht. Was hier auch bestimmt aushelfen wird. Göttliche, was auch immer. Okay. Das ist nicht schlecht, ne? Glaube ich. So, was mache ich jetzt hier, ne? Meine Bündnisse eigentlich schon einsetzen, ne? Ich will die auch aufbewahren. So, was mache ich hier, Mann? Hast du Dings eingesetzt? Ja, du hast geheilt, ne? Was hast du? Du hast 29 Schaden, das macht 2 Schaden. So, du hast doch Protection eingesetzt. Du gehst hier rein, würde ich sagen, oder? Oder kannst du ihn mit Donner erledigen? Oh ja. Mal den ja. Sehr cool. Dann gehst du hier rein, Butcheron. Also verdammt. Aber wenn ich den hier einsetze, bringt das auch nichts. Du hast keinen Fernkampf. Dann ändern wir mal. Ja, nimm mal kurz den hier. Dann mach ich einmal. Du bist aber nicht in Reichweite von irgendjemanden. Du bist aber auch nicht tot. Guck mal, das überhaupt nicht anders aus mit den Klamotten, finde ich. So, dann mache ich den ja. Und deine Protection, das reicht noch nicht mal ran. Den nicht doppelt. Verschämtheit. Oder Priester. So, jetzt gehe ich hier rein, mach dich platt. Hat reicht aber auch nicht. Gosh. Gibt's doch nicht mal. Crit würde auch nicht reichen.
Ja, bringt auch nichts, irgendwie jetzt hier anzugreifen, weil dann kommt der Heiler hier und halt den wieder hoch, ne? Bringt also auch nichts. Ich hab eine Axt auf dich. So, was mache ich jetzt hier? Er verschwendet jetzt hier Erfahrungspunkte. Sieht sowas von aus, als könnte ich hier gleich irgendwie, jetzt könnten wir gleich Verstärkungstruppen oder so kommen. So, ich merke gerade, er ist relativ nah dran zu frecken. Ich hätte vielleicht ihn ein sollen. So, habt ihr Fernkampfwaffen? Er wird ja wohl nicht Dings sie erledigen können, Alfred. Bin ziemlich sicher, er wird Alfred nicht erledigen können. Okay, er ist eine Menge Schaden, aber funktioniert. War leider gebrochen zweimal. Aber okay. Oh, dann kommt ja auch noch. So, kannst du ausweichen? Warte mal, 0? Warum triffst du mich denn zu 0%? Was ist denn hier los? Treffe mich zu 0%. Oh, Items habe ich gar nicht gecheckt. Ja, ich habe gar nicht gecheckt irgendwie. Die Gegner hinterlassen. Ah, was geht? Ja, das Kapitel ist bisher sehr viel chilliger. Aber der Anfang des 17. Kapitels war auch chillig. Nehmen, bitte daneben. Boah. Es ist nur so die letzte Hälfte, die irgendwie sehr schwierig war. Weil einfach zu viele Gegner waren, gegen die ich auf einmal kämpfen musste. Oh, da kommen Verstärkungstruppen. Super. Okay, aber nur von da, ne? So, ich habe aber nur einen Zug, Mann. Ich kann jetzt tanzen, nur vom Weiten angreifen. Ein Gegner weniger oder ich glaube ich lieber ein Gegner weniger, ne? Das ist ein anderer Typ. Okay, wenn ich hier hingehe, aber oh, da mache ich den platt. Ja, ich glaube, das ist mir wichtiger. Magie. So. Lass mich mal kurz hier gucken. Die hinterlassenen Gegenstände. Oh, Elfendonner. Cool. Ja, und die kommen jetzt hier mit den ganzen Killer-Sachen. Sie macht den Platz, sehr cool. Dann er nur, das ist immer noch der gleiche von vorhin, ne? 30, 31, 33. Ist ja, sind ja Ex-Axtkämpfer. Nee. Da muss ich wohl ein bisschen Erfahrungspunkte aus dem Fenster werfen, ne? Warte mal, ihr seid alles Lanzenkämpfer. Okay, das Ausweichen von 72, okay. Okay, warte mal. Schaffe ich das eigentlich?
31 30 31. Er nimmt 11. Nee. Ich könnte hier reingehen und den hier versuchen zu legen. Weil er nimmt keinen Schaden von all den Leuten hier. So, kann ich dich einfach kaputt prügeln? Kann ich. Da hilft dir deine Protection auch nicht. Erst boxe ich dich, dann boxe ich dich. Dann boxe ich dich nochmal und nochmal. Bevor er mir ja nervig wird, ne? Oh nein. 27. Ist okay. So, ich kann nicht einfach ja, ihn kann ich ja einfach so einschicken, ne? Treffen nämlich überhaupt alle? Ja, natürlich. Okay, verdammt. Geht mal hier hin. Let's back up. Sportpunkte mit Corin. Und dann brauche ich wahrscheinlich Purgativ hier. So, jetzt machen wir die Rechnung noch mal. Der bekommt ja immer mehr Ausweichen, ne? So, 30. Einmal 30 und 31. Keiner ja doppelt, weil alles Rüstungsleute sind. Ich könnte eigentlich den hier machen, ne? Dann bin ich gar nicht in Reichweite von den meisten. Nicht in Reichweite von gar keinen. Er kann sowieso nicht kontern, von daher ist das voll blöd, den irgendwie in Dings reinzupacken. In Reichweite von denen. Ich mach dich platt, dann kriegen wir noch mehr Geschwindigkeit, ne? Vielleicht sogar noch mehr Geschwindigkeit. Oh ja. Stimmt, er hat ja irgendwie vorher Probleme mit Geschwindigkeit, ne? So, das kann nur er ihn erreichen, cool. Und dich kann ich dann einfach hier hinpacken, ne? Du musst die halt. Ist sowieso nicht gedoppelt oder nimmt überhaupt keinen Schaden, wenn ich mit dich irre, ne? So, mit dem muss ich den Dings mal einsetzen, weil du jetzt sowieso drauf gehst. War ich leider nicht, um ihn zu töten. Natürlich nicht. Bisschen riskant, aber klappt. Du hast alles recht aus, ne? Ja. So. Dann, ja. Wenn wir dabei sind, ne? Läuft sowieso jetzt ab. Er ist doch schon tot, Mann. Er hat schon 0 AP gehabt. So, entschuldige, was? Warum hast du nur 9 Erfahrungspunkte gekriegt? Was zum... Weiß sowieso in den einen Typen wieder hoch. Oh. Okay, los geht's. Okay, aua. Ist okay. Celine ist da und Citrin. Und du nimmst keinen Schaden und er nimmt auch keinen Schaden. Verdammt. Das war eine verschwendete Runde. Oh mein Gott.
ich wenigstens FP. Nö. Jetzt haut er mich einmal. Aua. Oh. Oh Mann. Oh, der kann einen beschützen, sehe ich gerade. Da muss ich ihn unbedingt noch hochheilen, ey. Und er jetzt auch. Oh. Blöden. Oh, jetzt bewegt er sich schnell. Okay, komm aber nur von da. So, hier unten ist auch noch einer. Hallo? Da so, irgendwas sagt mir, ich sollte vor ihm wegrennen. Er macht 45 Schaden, Alter. Aber er trifft nicht so gut. Warum macht er mit dem Hammer mehr Schaden, mit den Urwahn mehr Schaden als mit seinem legendären Schwert? So. Das muss eigentlich wagen, hier. Und ich habe erreicht. Ja, er kann ihn erledigen. Dann mache ich auch. Was ihn fertig. Ja, sind da gar keine Leute. Das sind so kreierte Leute, ne? Von den Emblemen. So, Ruhe hier. Schlägt sich gut als Oberpriester. Oh, ich sehe gerade, unten ist auch noch einer. Du hast auch Geld, ist klar. Hm, ich glaube, ich brauche eher. Ja, ich will aber nicht, dass er abhaut oder, ich ihn vergesse oder irgendwie sowas. Vielleicht, wenn ich ihn angreife, wird er getriggert. So. Entschuldige, was? So, deswegen. Okay. So. Jetzt aber hier alle erledigen, glaube ich. Entschuldige, wie bitte? Warum hat sie keine Erfahrungspunkte? Was ist das denn hier auf einmal? Ah, jetzt gehen sie beide auf sie los. Oh oh. Was ist hier los? Okay, wenn ich alle bis auf einen erledige, ne, wenn ich alle erledige, dann dürfte das eigentlich machbar sein, ne? Ich glaube, ich das schaffe. Ich mache den nichts an Schaden. Nee, ich glaube, da gefällt mir nicht. Nee. Ich muss sie alle mit einem Schlag erledigen, ja. Aber die machen einfach, ich mache einfach gar keinen Schaden gegen die. 5 Schaden gegen ihn, cool, ne? Hm. Ne, da wäre nichts. Zitrin da in Gefahr reingepackt. So, einzige, was ich dann jetzt noch wüsste. Sehen fertig machen? Nö. Wald? Achso, dann.
reicht alles nicht, Mann. So, ich trigger jetzt mal dich. Wir gehen sowieso nicht auf irgendjemanden. Renn jetzt hier erstmal weg. So, du bewegst dich jetzt gefäß. So, bewegt sich hier gefäß nach oben. Ich meine, ich könnte einfach ihn jetzt hier liegen lassen, ne? Der kümmert sich um die Leute hier alle, aber warte mal, 18, 21. Uff. Also. Ja, wenn du Glück hast, kriegst du sogar. Nö. Ja, jetzt kriegt sie wieder Erfahrungspunkte. Ist nicht, was das gerade war. Nicht platt. Mein Hauptcharakter hochgelevelt zu bekommen für das nächste Kapitel wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? So, du hast nichts zum. Muss ich halt den ja machen, ne? Er nimmt ja von nichts Schaden, ja, ne? Ne? Jetzt bewegt sich Ike, ne? Jetzt bewegen sich alle, pass auf. Aha. Oh, jetzt wollen sie alle die Wände kaputt machen, ne? Wow. Du bleibst einfach ja stehen und akzeptierst dein Schicksal. Ja, da wäre natürlich perfekt für Zitrin, ne? Duff, 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 duff. Duff, duff, duff. Sehr cool. Okay, ja, mein Platz. So. Ich meine, ja. Was soll ich sonst machen, ne? So. Frage ist, wo geht er jetzt hin, ne? Ich könnte ihn ablenken zu versuchen. Ich brauche jemanden, der mehr Bewegung hat. Habe ich aber nicht. Warum haben meine berittenen Einheiten genauso viel Bewegung wie... Ja, das stimmt doch irgendwas nicht, Mann. Kann ich irgendjemanden da noch Graz erledigen? Ist das noch ein Magier, ne? Ganz kurz da. Dann kann ich sogar erledigen. Dann kriege ich dann Elfendonner hier und dann habe ich auch keinen Magier, um den ich mich hier kümmern muss. Aber warten wir erstmal. Da unten rechts, ah, der hat sich bewegt, gut. Ein Stahlschwert. Dürfte mir gar keinen Schaden machen, ne? Nö. Komm mal her. So, dann mal dich mal hoch, weil warum nicht, ne? So, und du kannst dann rechts bei den bei denen ja mithelfen. Ja, warte mal.
du kannst dich um ihn kümmern. Ja. Ja, vielleicht nicht schlecht. Oh, ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Aber warte mal, du hast ja nur. Ah. Vielleicht bringt's das. Ah, aber sie hat keinen. Oh. So, jetzt. Keine Erfahrungspunkte. Warum? Verstehe nicht. Und wir müssen ja gleich abhauen. Kein Schaden. Keine Erfahrungspunkte. Und er hat den Köder geschluckt. Aber ich meine nicht platt. Au. Vielleicht der Purgativ-Typ teilt ihn wieder hoch. Er hat auch keine Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Entschuldige, was? Wie bitte? Der hat einfach das ganze Ding kaputt gemacht. Was ist das denn für ein Bekack? Hallo? Was war das denn?